So, ihr Lieben, ich zeige euch eine schnelle, einfache Vorspeise. Hier ist bei mir Spargel. Ich liebe grünen Spargel, also nehme ich grünen Spargel. Hier ist ein Stückchen Butter. Habt ihr keine Butter, könnt ihr natürlich auch Öl nehmen, Olivenöl, gar kein Thema. Das wird schön angebraten und als Topping nehme ich auf jeden Fall etwas Mozzarella. Nee, Parmesan. Sorry, Parmesan. Und zum Würzen nehme ich heute einfach nur ein bisschen Chili-Salz. Ja? Ihr könnt normalen Salz nehmen, Kräutersalz. Oder es auch einfach weglassen, da natürlich nicht zu viel, weil Parmesan hat natürlich auch Geschmack. Wir starten, indem wir die Pfanne aufheizen und wir sehen uns an der So, Pfanne. mein Stück Butter ist hier drin. Ich habe auch den Herd auf höchster Stufe. Gebe auch direkt jetzt meinen Spargel hier rein. Und was wir nur machen, ist immer schön schwenken und den Spargel quasi hier anbraten. Grüner Spargel, der braucht eigentlich nur ein bisschen, ja, angebraten zu werden. Da braucht man jetzt nicht kochen oder garen. Also bei mir ist das roh. Ja, das geht jetzt hier immer schön schwenken, anbraten und dann kommt auch gleich auf meine Servierplatte und dann würzen wir das Ganze auf der Platte mit Chilisalz und Parmesan. Easy und einfach. Ich habe noch überlegt, soll ich wirklich draußen ein Rezept machen oder nicht? Aber bei meiner Umfrage haben wirklich viele geschrieben, auf Instagram bitte etwas mit Spargel. So, einfach schön hier richtig mit Schmackes anbraten. So, oh, mein Blitz ging an, eine Minute später. Aber wenn ihr wüsstet, wie das duftet, ich tue das gerade einfach immer so ein bisschen würzen. Weil ich finde, wenn das jetzt auch nochmal schön mit der Butter angebraten ist, ganz lecker. Aber ich nehme natürlich nicht zu viel Chili-Salz, weil wie gesagt, Parmesan hat ja auch nochmal Geschmack. So, immer schön schwenken und das ist hier gleich fertig. Wie gesagt, es kommt auf meine Servierplatte und dann kommt Parmesan drauf. So, ich habe gerade meinen Spargel, der ist noch ganz heiß und dampft, von meinem Pfanne rausgeholt. Und jetzt, so heiß wie der ist, gebe ich schön mein Parmesan drauf. Seht ihr das? Und das war's schon. Dann könnt ihr es genießen und essen. Ganz schnell gemacht, sehr lecker. So sieht's aus. Ich glaube, da muss ich jetzt nicht mehr viel sagen. Und ja, viel Spaß beim Nachmachen. Ich mache jetzt gleich ein Bild und dann darf ich schon essen. So, ihr Lieben, ich bin fertig. So sieht's aus. Ich liebe diese Kombi genauso wie es ist. Es ist knackig. Es ist lecker. Müsst ihr ausprobieren. Ihr könnt natürlich auch Parmesan weglassen, wenn ihr es nicht mögt oder verträgt. Feta-Käse oder Ziegenkäse wird auch richtig gut drauf passen. Also, ihr Lieben, kurz und knapp, es ist einfach lecker. Macht es nach. Viel Spaß dabei. Bis dann.